Hi, willkommen zu einem neuen Studio-Vlog. Wir starten das Ganze heute mal so. Nein, es ist nicht falsch rum. Ich bin einfach nur. Ich hab's dir einfach nur nicht mehr alle, aber ich hoffe, das wisst ihr schon. Willkommen zu einem neuen Studio-Vlog. Ich hoffe, euch hat der letzte gefallen. Das weiß ich nämlich noch nicht, weil der ist noch nicht hochgeladen. Da sind sogar die Clips noch auf der Kamera. Den habe ich noch nicht geschnitten. Yay. Nein, ich werde jetzt. Sorry für das absolut bescheuerte Intro. Und es ist weird. Wenn ich jetzt hier langlaufe, sehe ich mich da im Spiegel, weil. Hi! Ich habe da jetzt einen Spiegel hingepackt. Warum nicht? Weil ich es kann. Hier hinter mir der Tisch ist schon wieder Chaos. Das sind Dateien, sag ich schon. Das sind alles Dokumente, die ich gestern noch rausgesucht habe. Beziehungsweise ich habe ein einziges Dokument gesucht und das war dann nicht in diesem Haufen, sondern in einem anderen Haufen, den ich. Ich weiß, ich habe halt meinen Scheiß. I have my shit together. Nur meiste Zeit weiß ich nicht, wo er ist. Mein Internet ist wieder da. Das heißt, ich kann wieder normal aufnehmen, schneiden, hochladen, was auch immer. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Bitte, Vodafone, don't disappoint me. Thank you. Wenn wir jetzt mal hier so unterwegs sind, kann ich mir mal ganz kurz meine Gießkanne schnappen, die leer ist. Cool. Sorry für die mehr oder weniger unaufgeräumte Küche. Ich habe gestern, das habt ihr, glaube ich, im letzten Vlog gesehen, ich habe gestern Kimchi gemacht. Und davon ist zwar nicht mehr viel zu sehen, aber meine Küche riecht jetzt nach Kimchi, was jetzt nicht, also was jetzt für mich nicht so unfassbar schlimm ist. Ja, ich werde mal nebenbei hier meine Pflanzen gießen. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit meiner Monstera machen soll. Sie wächst immer noch wie blöd. Die Begonie da oben, oh Gott, da muss ich die Gießkanne anders für anfassen und meine Haare. Bitte bleib stehen. So. Es geht alles nicht mit einer Hand. So. Jetzt aber. Hilfe. So, ich hoffe, der hat jetzt genug Wasser. Oh, und mein Arm tut weh. Ich habe gestern, bin ich sehr lange durch die Gegend gelaufen und hatte Einkäufe dabei. Und ey, mein Muskelkater, mein Bizeps brennt. Vor allen Dingen, weil ich mit demselben Arm, mit dem ich gestern primär meine Einkäufe getragen habe, jetzt auch die Kamera halte. So einen Muskelkater im linken Arm. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, ey. Naja, auf jeden Fall, ich schneide jetzt hier den anderen Vlog, den letzten Vlog, den ihr gesehen habt. Und dann will ich ein bisschen Designwork machen. Und ich tippe mal, dass ich das aufnehmen werde. Zumindest zum Teil. Und dann gucke ich, was ich daraus mache. Das wird das erste Mal seit langem, dass ich nicht irgendwas auf dem iPad designe, sondern dass ich dafür tatsächlich mein Cintiq benutze und das mit OBS hier auf meinem PC aufnehme. Mal gucken, was es wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem ganzen Shit, der jetzt kommt. Und ich bin currently obsessed mit. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon, ob ich das im letzten Vlog schon gesagt habe, aber ich bin gerade wieder voll in so einer Star Wars-Phase. Und ich bin currently obsessed mit diesem kleinen Dude hier, BD-1. Er ist so süß. Und ich würde unfassbar gerne die Jedi Fallen Order und Survivor spielen. Leider habe ich im Moment einfach keine Kohle, um mir für 100 € zwei Spiele zu gönnen. Beziehungsweise ich glaube sogar 120, weil Survivor ist ja relativ neu und das kostet noch 70 € und hier Fallen Order ist
kostet, glaube ich, noch 50 Euro für einen PC. Und ja, nee, das muss jetzt nicht sein. Ich würde es richtig gerne spielen, weil es sieht so geil aus. Und ich liebe einfach, wie BD-1 auf Carcasses Schulter sitzt und süße Droidengeräusche macht. Ich finde den so süß. Apropos Droide, ich weiß nicht, ob ihr sie schon kennt. Nein. Leise sein. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon kennt, aber das ist Lola. Sprich, Lola. Ich liebe Lola. Ich habe eine Obsession mit Droiden. Ich war mit so süßen kleinen Droiden. Ja, mit dir. Und sie ist so süß. Und sie spricht und sie bewegt sich und... Ah, sie ist so cute. Ah. Deswegen, ja, ich will den Lego-Druiden... Oh Gott, ich kann noch nicht mal meine Kamera auch richtig ausrichten. Ich will diesen kleinen BD-1-Druiden haben. Entweder als normale Figur oder als Lego-Figur zum Zusammenbauen. Das wäre auch richtig geil, Lego-Figur zum Zusammenbauen. Das könnte ich on Video machen. Ah, ich liebe es. Und der könnte dann irgendwo cute bei mir rumstehen. Oder vielleicht leistet der dann Lola-Gesellschaft. Der ist so süß. Aber die Lego-Figur kostet leider 100 Euro. Und aber ich will sie haben. Das ist das Problem, wenn ich wieder bei irgendeinem Thema einsteige, sei es jetzt Star Wars oder Herr der Ringe oder sonst irgendwas, dann startet meine Obsession wieder von Neuem. Und ja, Lola, ich weiß. Sie spricht immer noch. Es dauert immer ein bisschen, bis sie wieder einschläft, aber das macht nichts. Wieso habe ich so eine große Obsession mit so kleinen, niedlichen Dingen, so wie ihn hier? Oder wie... Oh, sorry. Jetzt habe ich ihn rumgeworfen. Oder mit halt Droiden oder... I don't know, da hinten sitzt auch noch Grogu hinter meinem Fernseher irgendwo. Ich kann nicht mehr. Es geht den Kalender fertig. Ich bin jetzt nur noch dabei, so ein bisschen Verschönerung und so ein paar Sachen hier einzubinden. Ich habe hier zwei Themen für September, die beide okay wären. Vielleicht kann ich die einfach verbinden. Witch Cafe und Fall Vibes. Vielleicht kann ich die einfach verbinden. Alter, was ist mit meinem Pinterest auf einmal los? Sieht ein bisschen sehr weird aus. Warte, ich muss euch das mal zeigen. Was zum Geier ist in meinem Pinterest los? Das sieht ein bisschen... Ja, lass uns mal die Seite neu laden. Still fucked. Okay, still scuffed. Immer noch scuffed. Ich kann nicht mehr. Immer noch scuffed.
Ja, geil. Oh, diese. Das ist doch nicht mehr normal hier. Jetzt mach doch mal ordentlich. Mach doch mal ordentlich hier. Are you kidding me? Hä? Ich kann nicht auf Pinterest gehen. Was ist denn falsch hier? Oh, dann muss ich wohl mit meinem Handy auf Pinterest gehen. Jesus Christus. Weil da funktioniert die App nämlich. Mein Pinterest kennt mich viel zu gut. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie man Gelanden schreibt, aber das ist scheißegal. Ah, yay. Dann geht das jetzt weiter hier. Und dann muss ich nur noch die in der restlichen die Schrift einfügen für die restlichen Sachen. Yay! Das sieht doch vernünftig aus, oder nicht? Hoffentlich. Ich muss mal ganz kurz zwischendurch einhaken. So sieht im Moment der Patreon-Kalender aus. Ich bin fast fertig damit. Und ich habe gerade, ich bin ja zwischendurch immer auf TikTok unterwegs und ich habe gerade mein neues Hair-Goal gefunden. Ich will ja wieder meine komplett weißen Haare, weil das hat mir an mir einfach am besten gefallen und das ganze Dunkel. Ah, I don't like it. Aber ich habe mein Hair-Goal einfach gefunden. Hier hinten. Die locken sich jetzt, weil es ist warm und ich schwitze und dann locken die sich so, deswegen. Aber wenn die Haare hier hinten länger sind, also so mindestens so, safe, dann hier oben kurz, so, dass das so über die Ohren geht und dann hier unten halt länger, dass ich da auch so Zöpfe flechten kann und sowas und dann halt alles weiß. Beziehungsweise halt platinblond und dann hier also das, was ich jetzt gesehen habe, das hatte so blau-schwarze Spitzen, das wäre mir ein bisschen viel. Also ich habe schon so des Öfteren diese Fox-Color gesehen, halt, dass man so schwarz-rote beziehungsweise schwarz-orangene Spitzen hat. Das ist mir, glaube ich, auch im Endeffekt zu viel, aber vielleicht, wenn die hier unten ein bisschen länger sind, dass man hier so einen Ombre-Effekt mit irgendeiner Farbe hat. Oh, Hair Goals. Und dafür muss ich jetzt erstmal meine Haare wieder wachsen lassen. Und das hier war auch mal schwarz, aber jetzt mittlerweile ist es so rausgewaschen, dass es das halt wieder braun aussieht, beziehungsweise dass es das näher an meiner Naturhaarfarbe wieder ist. Das hier oben ist alles meine Naturhaarfarbe. Meine Haare sind schon wieder so lang gewachsen. Also ich hatte das Blond tatsächlich bis zum Ansatz. Das heißt, meine Haare sind schon wieder mindestens so 4, 5 Zentimeter gewachsen. How? Also ich weiß nicht. Also meine Friseurin sagt mal, ich kümmere mich nicht um meine Haare, aber ich kümmere mich eigentlich schon ganz gut um meine Haare, muss ich sagen. Deswegen ja, weiß ich nicht. Aber das sind auf jeden Fall Hair Goals. Das will ich irgendwann. Darauf erstmal. Darauf erstmal ein Bubble Tea. Oh. So, ich habe jetzt den Discount-Code und den Patreon-Kalender fertig gemacht. Das heißt, ich muss den
Patreon-Kalender jetzt einmal ganz kurz in meiner Story auf Instagram posten. Weird. Das mit dem Chat funktioniert auch nicht so, wie ich das gerne haben würde. Aber egal. Ey, was ist denn schon wieder mit der Sonne hier los? Ich weiß auch nicht. Ah! Ich musste gerade auch nochmal für meine Payouts auf Patreon ein neues Textform ausfüllen. Auch wenn ich Digga, ich hab den Faden verloren. Was wollte ich nochmal sagen? Oh mein Gott. Ich musste ein neues Taxform ein neues Steuerformular auf Patreon ausfüllen, auch wenn ich das schon lange gemacht habe. Aber keine Ahnung, egal. Ah, ich muss auch eigentlich noch ein neues Steuerformular für Twitch ausfüllen, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich überhaupt meinen Twitch-Kanal behalten will. Weil ich benutze den eh nicht. Und ich bin am Überlegen, ob ich mit dem Streamen zu YouTube rübergehe, wenn ich dann wieder anfange zu streamen. Aber dafür muss ich erstmal mein ganzes Stream-Setup wieder vernünftig hinkriegen. Eieieiei. So, ich muss jetzt nochmal eben eine Bestellung einpacken und die dann am besten auch direkt wegbringen. Und zwar gehen diese zwei wunderschönen Suncatcher. Komplett wild, aber die gehen nach Frankreich. So. Und ich muss die tatsächlich doppelt bzw. etwas schöner einpacken, weil diese Bestellung ist nämlich als Geschenk gekennzeichnet. Ich habe hier vorne der Suncatcher drauf und da hinten habe ich die Instructions. So, das ist auch eine wilde Kombi. Stray Kids und One Piece. Aber wir wollen mal nicht so sein. So, ich bin jetzt wieder da. Ich habe die Bestellung weggebracht. Ich finde das mal äußerst witzig, wie die Leute gucken, wenn ich so ständig so Sachen nach... Also wie die Postleute gucken, wenn ich so kleine Päckchen nach Frankreich, Norwegen, was auch immer schicke. Die Gesichter von denen sind immer Chefskiss. Aber auf jeden Fall ist mir gerade noch was eingefallen, beziehungsweise was ich machen wollte. Und zwar ist das die, wo ist es denn? Da, nein. Da. Und zwar möchte ich die Jam-Drawings und die Fotokarten als Mini-Prints bei mir im Shop anbieten. Das heißt, da werde ich jetzt gleich mal ein paar von drucken, beziehungsweise die mal testdrucken und gucken, dass ich die Größe richtig hinkriege und so, damit die auch in meine Umschläge passen. Und dann schauen wir mal. Oh, ich bin blöd. Ich muss die Bilder nochmal neu speichern, weil ich die...
die ich jetzt hier drin habe, sind meine Postbilder, also meine Instagram-Bilder, wo dann das kleine Wasserzeichen mit Please do not repost drauf ist. Deswegen muss ich die jetzt alle nochmal neu speichern, ohne dieses blöde Repost-Ding. Aber die Fotokarten kann ich schon mal gucken, dass ich die... zack, 145. Weil dann sieht das nämlich... Oh, let me show you. Dann sieht das nämlich so aus. Yes. Yes, yes, yes. Oh. Ich kann nicht mehr mit einer Kamera umgehen. Aber hey. Dann gucken wir mal, dass ich von denen mal einen Testdruck mache. Bibi! Dann nehme ich dieses wunderschöne Fotopapier. Ich habe das nämlich, ich habe es eigentlich aus Versehen falsch gekauft. Weil ich habe nämlich normalerweise das Koala Double-Sided Fotopaper, aber in matt. Aber ich habe es dieses Mal in Glossy gekauft. Wenn man es sehen kann. Ja, kann man. Das heißt, es ist auf beiden Seiten Glossy. Was nicht schlimm ist, weil tatsächlich das Glossy Finish eine bessere Druckqualität macht. Oh, und ich schwitze wieder wie ein Schwein, ey. Es ist wirklich ekelhaft warm draußen. Und ich wohne im Dachgeschoss. Also nicht wirklich Dachgeschoss, aber ich wohne im obersten Stockwerk. Dachgeschosswohnungen haben wir hier in diesem Haus nicht. Himmel sei Dank. Weil wenn ich, also mein Dachboden, der ist Sauna. Eigentlich könnte ich mich da so ein paar Stunden reinsetzen und mich einfach richtig ausschwitzen. So wie in der Sauna. Oh, ey. Huh. Sorry für die Vomit-Cam. Ja, ist ja. Es sieht gut aus. Sieht fein aus. Beautiful boy. Boah, jetzt sieht man auch, wie sehr ich fucking schwitze, ey. Aber sieht fein aus. Ich schneide die jetzt eben mal ganz kurz zu. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich die mit dem ganzen Kram drucke oder ohne. Ich habe ja beide Versionen, so ist ja nicht. Aber an sich finde ich das voll cute. Das ist eine äußerst schöne Position, in der ich mich gerade befinde. Oh, Hilfe. Oh, zu schnell aufgestanden. Hilfe. Aber... I think, sie sind süß geworden. Yeah, I like it. Und sie passen auch perfekt in die Umschläge rein. Das heißt, das ist eine gute Idee. Okay, sorry, wenn man jetzt den Ventilator übel laut hört, aber ich sterbe hier oben. Es tut mir leid. Ich habe mal meine ganzen ausverkauften Artikel durchgeguckt und meine ganzen inaktiven Artikel und habe gemerkt, dass da ziemlich viele Dinge drin sind, die eigentlich wieder da sind bzw. noch da sind. Das heißt, ich habe die jetzt wieder reaktiviert, unter anderem meinen Cult of the Worm Sticker, den Easy Peasy Stressy Depressy Sticker, den Rip Coffin Tired of Your Shit, die meisten Magic Worms, das Opossum mit My Life is a Joke, der Internally Screaming ist wieder da. Und Sensitive Bitch müsste auch wieder da sein. Zumindest habe ich den wieder reaktiviert. Ja, eigentlich müsste der wieder da sein. Ja, da ist er doch. Fertig. Der Succubus Sticker ist wieder da. The Only Thing I'm Fucking Is Up ist auch wieder da. Der Mimikyu Fake It Till You Make It ist wieder da. Die Silly Crow mit No Thoughts Just Vibes ist wieder da. Also es ist eigentlich gefühlt alles, was vorher ausverkauft war, ist wieder da. Let's go. Ich muss dafür gleich nochmal einen TikTok aufnehmen, damit die Leute wissen, dass die wieder in Stock sind.
Und es kann sein, dass ich dafür auch noch ein paar neue Sachen drucken muss. Ich bin heute komplett on fire. Ich weiß auch nicht warum. Alter, jetzt geht's aber los hier. Oh, und zusätzlich den Stressy Depressy Sticker, den designe ich jetzt nochmal neu. Also, da kommt noch was anderes. Beziehungsweise der wird ein kleines Neudesign bekommen. Und der Rest ist eigentlich, der Rest bleibt eigentlich gleich. So, und in True Cat Fashion habe ich mich jetzt mal wieder ablenken lassen. und zwar brauche ich jetzt mal kurz meinen Labelmaker, weil da hinten die ganzen Sticker, die sind entweder gar nicht beschriftet oder die sind alle unsortiert und ich, das kann ich gar nicht ab. Und ich habe da so lange nicht mehr hingeguckt, dass ich, ja, ich muss jetzt mal eben meine Sticker sortieren. Also wie ihr seht, bin ich da hinten gerade heftig am Ausräumen, Umräumen, Umsortieren. Ich mache hier nebenbei noch Label für alles. Ich habe nebenbei noch einen TikTok aufgenommen. Chillig, chillig. Da hinten alles sortieren. Und vernünftig Label dran machen, weil das hat mich schon so lange aufgeregt. Und jetzt bin ich so on fire gerade, dass jetzt muss das sein. Und ich werde wahrscheinlich auch heute bis sehr spät in die Nacht noch arbeiten. Und das finde ich gut so. Weil dann kann ich morgen früh aufstehen, Fotos machen, Fotos hochladen. Beziehungsweise, was heißt morgen früh aufstehen? Es kann auch sein, dass ich die Nacht durcharbeite. I don't know. So. Halli, hallo, ich bin's wieder. Es ist jetzt mittlerweile 10 nach 8. Ich bin mit dem Organisieren und Sortieren komplett fertig geworden. Und wie ihr seht, die Hälfte der Container ist noch komplett leer. Das heißt, ich habe eine Menge Platz für neue Sticker. Es sind auch eine Menge Sticker jetzt endgültig in Müll gegangen, die ich jetzt nicht mehr im Shop führe, beziehungsweise wo ich mir gedacht habe, so, nee, die will ich nicht mehr haben. Die sind jetzt alle in Müll gewandert, beziehungsweise die sind jetzt alle aus den Sortiersystemen rausgeflogen. Ja, und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ich habe jetzt meine neuen Folien aus dem Briefkasten geholt. Und jetzt gucken wir mal. Ich muss die wahrscheinlich sowieso wieder trennen, beziehungsweise gucken, dass ich die hier irgendwie auseinandergefuselt kriege. Also, wir haben ganz stinknormal einfach nur Polo, noch mehr Broken Glass. Dann, was haben wir hier noch? Haha. Dann haben wir hier Sternchen und Dots. Schneeflocken. Okay. Strong. Dann das, was ich eigentlich wollte. Und zwar Herzen. Das heißt, meine Sammlung an Holofolien hat sich drastisch vergrößert. Aber wie gesagt, das Wichtigste waren tatsächlich die Herzchen und die Sternchen. Dots waren eher nicht so wichtig, die benutze ich auch fast gar nicht. Hallo, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt Montag, der 9. September und es ist 6.47 Uhr. Nein, ich war noch nicht schlafen. Ich wollte mich eigentlich nur noch kurz melden, um den Vlog zu beenden, denn ich habe, glaube ich, schon so viel Footage für den Vlog, dass ich den jetzt beenden kann. Ich habe nachher noch einen Termin bei der Arbeitsagentur, weil irgendwas mit meinem Online-Konto nicht funktioniert. Yay. Und ich habe die ganze Nacht damit verbracht, ein Shop-Update vorzubereiten. Mehr oder weniger. Ich habe jetzt noch
21 Artikel, die noch Fotos brauchen. Beziehungsweise ich habe noch ein paar mehr, die noch Fotos brauchen. Neue Fotos brauchen. Und zwar meine ganzen Wurmsticker. Die brauchen alle neue Fotos. Und mein Easy Peasy Sticker braucht auch neue Fotos, weil die habe ich alle neu designt. Das heißt, ich werde jetzt noch eben schnell die Fotos machen. Werde gucken, dass ich die Fotos bearbeitet und hochgeladen bekomme. Und ich muss vorher noch duschen, mich schminken, also wenigstens ein bisschen präsentabel machen und mir was anderes anziehen, weil ich trage seit gefühlt 3 Tagen dasselbe, weil ich nicht das Haus verlasse. Ich werde jetzt das Shop-Update vorbereiten bzw. den Rest dafür fertig machen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo da oder ein Like oder einen Kommentar. Sagt mir, wie euer Tag war, was ihr heute zum Frühstück hattet oder was ihr heute zum Abendessen werdet. Ist mir völlig egal, Hauptsache ihr esst was. Wenn ihr das hier seht, dann, zumindest auf, wenn ihr das auf Patreon seht, sollte mein 25% Spooky Season Sale noch aktiv sein. Deswegen guckt da gerne vorbei. Es sind eine Menge neue Sachen drin. Es sind eine Menge neu designte Sachen drin. Viel Spaß euch beim Stöbern. Folgt mir sonst auch gerne auf Instagram und auf TikTok. Und wie gesagt, wenn ihr Bock auf mehr Content, Early Access Content und Kram habt, dann schaut gerne auf Patreon vorbei, wie diese wunderschönen Menschen, die hier jetzt irgendwo auftauchen. Ich habe euch ganz doll lieb. Trinkt genug, esst genug. Besonders bei diesen komischen Temperaturen, die wir jetzt im Moment gerade ständig haben. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.